Wenn er wissen wolle, warum bei einem neu gewechselten Winterräfe die Luft rausgeht, warum ich zweimal Blätter hat, dann müssen wir dranbleiben und euch das Video angucken. Aber bevor es jetzt mit dem Video losgeht, noch Grüße an den Tim. Der Tim ist 12 Jahre alt und ist der Ziehsohn von meinem Arbeitskollegen Oliver. Und der Oliver hat mal gesagt, dass der Tim ein großer Fan von mir ist und sich jedes Video von mir anguckt. Also, Grüße gehen raus an dich, Tim. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und ihr habt es ja schon am Titel gelesen. Genau, es geht um Räfewechsel und warum ich noch einen Räfewechsel in Blätter hat. Ich hoffe, die Eingangsbilder, die haben euch ein bisschen auf die Wettersituation eingestimmt. Gerade jetzt, wo ich das Video da mache, mit Szenen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ich wollte nämlich halt oben Tanke fahre, nach St. Bendel zur Tankstelle, weil meine Warnlampe ist angegangen. Aber wie ich rausgegangen bin, da hat es geräumt, Schneeräumen und sind draußen Minusgrade und das Ganze gefriert. Also braucht man auf jeden Fall Winterräfe. Ja. Aber was wollte ich erzählen? Normalerweise gilt ja allgemein da die Regel Winterreife von O bis O, von Ostern bis Oktober. Ich für mein Teil habe mich da noch nie dran gehalten, weil zum einen Mal, solange ich Auto fahre, hatte mir im Oktober noch nie Schnee gehabt und glatt war es da eigentlich auch nicht, auf jeden Fall nicht im Saarland. Ostern ist ja manchmal im März und manchmal im April. Also ich persönlich, seit ich Auto fahre, handhabe es immer so, dass ich meine Winterräfe drauf mache am 1. November plus minus 2 Wochen, also nach dem Oktober, wäre möglich, aber auch nur wie ich neue Winterräfe kriegt habe. Meistens mache ich es nämlich so, dass ich meine Winterräfe so Mitte November drauf mache. Ja, und das letzte hat mich meine Frau drauf angeschätzt. Du Dirk, wann machst du mal da mal die Winterräfe drauf? Es soll glatt gehen. Das war ein Mittwoch gewesen und der Mittwoch, der war am 18. November. Das heißt, donnerstags am 19. November, da habe ich meiner Frau schön gemütlich die Winterräfe drauf gemacht. Und freitags am 20. November habe ich dann bei mir die Winterreife drauf gemacht. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn ich mal die Winterreife drauf mache, fahre ich erstmal durch die Wäschstraße. Also ich fahre immer vorm Winter und nach dem Winter durch die Wäschstraße, damit auch mit unter Bodenwäsch, damit das Auto schön sauber wird, die Felge, die in Gebrauch waren, sauber kennen. Kleine Fahrt durch die Wäschstraße, die kann er jetzt noch sehen, im Schnelldurchlauf mit Musik hinterlegt. We'll be right back.
Ursprünglich hatte ich eigentlich geplant, ich mache ein Video vom Räfewechsel, so Timelapse. Aber wie es ja da ist, ich hatte an dem Tag hatte ich erstens mal Frühschicht gehabt. Ich bin durch die Waschstraße gefahren und wie ich dann heimgekommen bin und angefangen habe, die Räfe zu wechseln. Ihr wisst ja, im Winter, da wird es ja so um 4:30, 5 dunkel. Und ich hatte um 3:40 angefangen, die Räfe zu wechseln. Und die letzten zwei Räfe, die habe ich schon dunkel gewechselt. Also mit Filme, Timelapse war da nichts drin. Jo, auf jeden Fall habe ich dann meine Räder gewechselt, habe den Luftdruck drauf gemacht, auf 2,6 Bar mache ich bei mir drauf, habe ein schönes Reifedruckkontrollsystem resettet, bin an dem Abend dann noch bei meiner Ältere vorbeigefahren, die habe ich auch schon wochenlang nicht mehr gesehen gehabt und da war eigentlich alles in Ordnung. Samstags morgens hatte ich auch Frühschicht gehabt und auf dem Weg zur Arbeit ist die Warnlampe angegangen und eine Fehlermeldung muss kommen: Reifedruckprüfe. Da habe ich mir erst gedacht, ich habe doch gestern erst die Reifen gewechselt, ich habe den Druck korrekt eingestellt, naja, muss ein Fehler sein. Hoffentlich kein Nachel oder kein Schraub drin. Okay, ich bin dann samstagsabends, habe ich mir mal den Reifen angeguckt, also ich habe samstagsmittags leider noch nicht den Luftdruck kontrolliert. Und was soll ich sagen, samstagsabends, das Rad war platt. Scheiße, ne? Sonntags morgens habe ich den Kompressor angeschmissen, habe das Rad nochmal aufgebummt, bin ein bisschen zurückgefahren, dass ich konnte nochmal den Warheber ansetzen und habe das platte Rad, also das ehemals platte Rad, runtergeholt, haben wir es angeguckt, die Lauffläche, kein Nachel drin, kein Schraub drin, das Profil war in Ordnung, die Flanke war in Ordnung. Ich habe mir gedacht, wo kommt dann der Druckverlust daher? Okay. Ich bin gerade noch mal ein bisschen gefahren, ne, weil ich habe nämlich noch mal das Reifendruckkontrollsystem zurückgesetzt. Bin so 5-6 Kilometer in der Gegend rumgefahren, alles in Ordnung. Okay, am nächsten Morgen, Rad noch mal platt. Okay, sicherheitshalber habe ich mir da mal das Auto von meiner Frau geschnappt und bin dann mit auf die Arbeit gefahren und habe gleichzeitig einen Termin in der Werkstatt gemacht. Weil ich habe mir gedacht, was kann es sein, die soll man dann noch gucken. Mitsubishi, da gibt es ja auch eine Reifegarantie und das Auto habe ich ja erst im Februar gekauft und vielleicht ist auch das Ventil kaputt, ne? Ja, und was soll ich sagen? Ich bin mit dem Auto in die Mitsubishi-Werkstatt gefahren. Der hat das betreffende Rad runtergeholt und hat so irgendwas draufgesprüht, hat mich zu sich gewunken in die Werkstatt, der Mechaniker, und hat mal gezeigt, dass der Bläser am Ventil hochkomme. Okay, habe ich mal zuerst gedacht, das Ventil ist kaputt. Aber da hat er mir gesagt, wenn ich die Kapp abmache, die Ventil-Kapp, ne, dann gibt es keine Blase mehr. Das leid an der Ventil-Kapp. Dann habe ich gedacht, wieso leid das an der Ventil-Kapp? Ich muss dazu sagen, ich blende es mal gerade in. Ich habe so Ventil-Capture mir gekauft, 8 Stück an der Zahl, wo VR, HR, VL, HL draufsteht. Also Ventilkappe, die Reifeposition kennzeichne, damit ich auch immer, wenn ich die Räder entsprechend wechsle, weiß, wo sie vorher waren, um sie dann an den Platz oder von vorne nach hinten zu wechseln. Und dann habe ich zu dem Mechaniker gesagt, ich fahre diese Kappe ja schon, habe ich im Frühjahr gefahren, da ist nichts passiert, 2 Monate, Februar, März. Ich fahre die auf die Sommerräder, da ist nichts passiert. Wieso verliert das jetzt Luft? Da habe ich da mal das platte Rad, war ja vorne rechts, habe da mal hinten rechts die Ventilkapp abgedreht und haben festgestellt, das ist normalerweise Dichtung drin. Und zwar so ähnlich. Kann man sehen? Moment. Wahrscheinlich nicht so. Auf jeden Fall kleine rote Dichtung und die war vorne rechts, hat die gefehlt. Das war schon mal Punkt 1, warum ich Luft verloren habe. Und Punkt 2 war, gerade in dem Käppchen war in der Mitte so Kunststoffnas gewesen und die hat auf den Ventilstift, ich weiß nicht genau den Fachausdruck,
auf jeden Fall den Stift, der im Bendilio rausguckt, wo man drauf trägt, dass da die Luft rauskommt, den hat der Kunststoffnüpsel da berührt und deswegen ist langsam die Luft rausgegangen und zwei AG-Dichtungen mit drin, für das Ganze abzudichten. Der Hemd habe ich mir dann erstmal auf den Weg gemacht und habe geguckt, wo ich die Räder gewechselt habe, weil ich dann gedacht, vielleicht finde ich die kleine rote Dichtung da nochmal. Leider habe ich sie nicht gefunden, aber ich habe dann auch mal mit dem Makuschrauber diese Nase da im Bendilkäppchen rausgebohrt, damit da nichts mehr vorsteht. Und heute Abend noch zufällig so Ohrringsortiment, da habe ich dann eine schwarze Dichtung drin gemacht und jetzt hält das Ganze. Ja, und wie ich das, die schwarze Ohrringdichtung da drin hat, da habe ich auch nochmal das rote Teil da gefunden, die Rotdichtung, natürlich an einem ganz anderen Platz, wie ich eigentlich vermutet hätte. Ich nehme mal an, ich habe das Ding am Fußhänger gehabt und bin damit rumgelaufen und vor der Garage ist es dann leer geblieben. Naja, auf jeden Fall, so kann es kommen, dass man Luft verliert mit neigewechselte Räfe. Okay, das soll's mal gewesen sein. Draußen wird es wahrscheinlich schneien, der Wetterbericht hat jetzt Schnee gemeldet und ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Schnee. Ich habe mich keinen Bock auf Schneeschiebe, Schneeräume und auf Streuer auch nicht. Klar, es muss gemacht werden als Hausbesitzer. Glücklicherweise konnte ich es in den letzten Jahren oft meiner Frau überlassen, weil ich dann gerade auf der Arbeit war, wenn es geschneit hat. Der Holger Lersch, der hat noch gemeint, überlass es doch deine Kinder, die kennt du doch mal so langsam Schneeschiebe. Okay, mein Großer ist jetzt ja 9 und so, aber der ist muckimäßig nicht so in der Lage für Schnee zu schiebe. Also bleibt es entweder an mir oder meiner Frau hänge, meiner Frau, ach Mann, an mir oder meiner Frau hänge. Und, aber wir hoffen drauf, dass es keinen Schnee gibt. In dem Sinn, bleiben gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Dirk von Stoppschild TV.